Ja, wer glücklich und zufrieden ist eigentlich mit der Berechnung von Flächen und im weiteren Verlauf in den Videos natürlich, wo ist der Unterschied zwischen Integralwert und Flächenwert, kann das Video überspringen. Nur nochmal zum bestimmten Integral. Das heißt ja nicht umsonst bestimmtes Integral. Wir haben also Grenzen gegeben a bis b, linke Grenze a bis zur rechten Grenze b für eine Funktion f von x, in dieser Schreibweise der Integrand, dx wäre als Vokabel Differential im Schaubild Delta x die Streifenbreite. Wer die Streifenmethode am Anfang gar nicht gemacht hat, konzentriert sich nur auf die Videos, wie es in dieser Schreibform jetzt weitergeht, zur Berechnung dann eben zum Beispiel von einem Flächenwert. Ansonsten, wie gesagt, die, die es gemacht haben, ihr erinnert euch, wir haben zuerst unterteilt in x beliebige Einheiten und die Streifenbreite Delta x unten dx. Im weiteren Verlauf Stammfunktion groß f von x für nochmal gegebene Grenzen, Integrationsgrenzen a bis b, oberen Wert einsetzen in die Stammfunktion minus unteren Wert einsetzen in die Stammfunktion ergibt den Wert eben von dem bestimmten Integral.